Yuga beschreibt uns ernsthaft süßerisch. Liegt denunziert, lässt sich korrumpiert, er ist verdorben, böse, schlecht. Er verwirkt sein Lebensrecht, in ihm starb die Sehnsucht. Unsere Freiheitsdrachen fühlt sich verhohlen, seinen Ketten kennt nur noch den Sklaven. Ganz doch bricht es Licht, den dunklen Mann, so dass es jeder sehen kann. Wann überwinden wir das Kali-Yuga? Seit Alter des Niedergangs, dann sehen wir nicht Satya Yuga. Die Schreckensherrschaft fühlt zerbricht. Gestorben. Groß ist diese Riesenwelt, bricht auf, wenn sie in sich fällt. Sieht alles in ihren Schlund hinein, leuchtet an dem hellen Feuerschein. Groß ist diese Riesenwelt, ständig gebannt, die nichts in sich hält. Verbunden ist im Lebenskreis, weil sie nur ist, von sich nichts weiß. Wann überwinden wir das Kali-Yuga? Zeitalter des Niedergangs, dann sehen wir Licht, Satya-Yuga, die Schreckensherrschaft, sie zerbricht. Wann überwinden wir das Kali-Yuga? Zeitalter des Niedergangs,